Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 6 Updates und 6 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Marco und der Jule für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video hat noch keinen Sponsor. Falls du ein Video sponsern möchtest, dann werde doch Mitglied auf unserem Kanal, damit du auch deine Vorteile genießen kannst. Werde Mitglied und hilf somit dem Kanal. Wie immer starten wir mit den Updates und zwar kommt das erste Update für der Lindner Unitrack Plattform Autoloader von John Wayne 1930. Downloadgröße 1,62 MB in der Version jetzt von 1.0.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Support für Quaderballen bis 1.20 benötigt FSA Pilot Autoloader 1.8 oder höher, Abladeposition angepasst. Das Autoload Stock Trailer Pack, ebenfalls von John Wayne 1930, kriegt das nächste Update. Downloadgröße 29,09 MB in der Version jetzt von 1.1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, maximale Objekte für diverses Ladegut in allen Anhängen angepasst, benötigt das Autoloader Version 1.8.0 oder höher. Support für Quaderballen bis 1.20, natürlich ebenfalls dieselbe Abhängigkeit von der Palette Autoloader Mod in der Version 1.8 und höher. XML-Anpassung aus dem Basisspiel übernommen für den ANS 1600 und für den Profiliner. Mod-Beschreibung angepasst. Das nächste Update ist für mich ein Rätsel, weil es gibt keinen Changelog, aber ich habe diese Karte schon mal vorgestellt. Und zwar ist dies die Small Cow Farm von ABT Frankie. Downloadgröße 29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ja, also im besten Willen habe ich hier keinen Changelog gefunden, aber die Karte ist gekommen als Update. Tja, ich kann es nicht sagen, warum. Das nächste Update kommt für das natürliche Wasserflüsse und Teiche Pack von El Moonlight. Downloadgröße 2,23 MB in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt hier, ich glaube, das ist der zweite Teil hier, dass verschiedene Elemente hinzugefügt worden sind und zwar mit bläulichem Wasser. Dann können wir hier sehen. Dann ebenfalls neue Elemente mit grünlichem Wasser. Und das sind diese Einheiten. Du kannst gerne das Video pausieren. Ich werde die Screenshots für den Update, für die Updates und so weiter durchlaufen lassen. Es sind 2 Seiten. Ansonsten einfach im Mod Hub selber nachlesen. Der Case IH Trident 5550 Combinations Applicator von Casieras Modding kriegt das nächste Update. Downloadgröße 62,79 MB in der Version jetzt von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, jetzt kompatibel mit allen Plattformen. Flüssigkeitssystem lässt sich nicht vom Lagergebäude aus befüllen, gefixt. 2 fehlende Düsen auf dem Flüssigkeitssystem gefixt. Fehler beim Einklappen der Flügel gefixt. Das letzte Update kommt für das Sopema-Pack von Universibo Modding, Downloadgröße 39,78 MB in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Animationskorrekturen. Wir kommen zu den neuen Mods und zwar ist die erste neue Mod der Ovlak Mini Chisel von David MTNZ und AM Modding, Downloadgröße 11,38 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Gruppe mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen, braucht 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,5 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 5000 Euro. Das Design kann geändert werden von 17 Tines auf 21 Tines, wobei also die Anforderung der PS-Leistung sich anhebt auf 150 PS. Die Arbeitsbreite bleibt aber identisch, also ich glaube, da müsste noch ein bisschen was nachgearbeitet werden. Der Mietpreis für diesen Grubber liegt bei 255 Euro. Wir kommen zum Heath Super Chaser QM Extra. Der kommt vom ARM Team. Downloadgröße 4,71 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist dies ein Ballensammelwagen und zwar für die Hestenballen. Daher braucht dieser Mod natürlich auch die Hestenballenpresse. Der Wagen ist in der Lage, 10 von diesen Ballen aufzunehmen, wiegt 7,1 Tonne und die Ballengröße ist bei 2,40 Meter. Der Preis 40.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Vredestein und Trelleborg. Dann das Design gibt es ohne Greifer. Dann gibt es den Greifer Standard und den Greifer Breit. Dann gibt es das Design mit oder ohne Rundumleuchten. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Der Preis zum Mieten in der Standardausführung liegt bei 2.040 Euro.
Wir kommen zum SE-Ausrüstungspack. Dieser kommt von SAMSI, Downloadgröße 26,03 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist das ein riesengroßes Pack an Anbaugeräten für den Teleskoplader, für den Frontlader und Radlader. Das sind verschiedene Teile hier. Ich werde nicht jede einzelne durchgehen. Also wir haben zum Beispiel hier den Big Back Lifter und zwar mit einem Arm, zwei Arm oder drei Arm. Die gibt es in den verschiedenen Gewichten. Die Preisoptionen liegen zwischen 1000 und 1800 Euro. Der Anbaukupplungstyp alle drei kann gewählt werden zwischen Radlader, Frontlader und Teleskoplader. Die Farboptionen haben überall die Standard-Hauptpalette und natürlich kann die natürlich entsprechend gewählt werden. Dann gibt es verschiedene Palettengabeln und zwar einmal in der Breite von 1,50 Meter und einmal 2,20 Meter. Das sind diese hier. Gewichte sind unterschiedlich. Der Preis liegt bei 2000 Euro. Die Gabellänge kann geändert werden von 1200, 1400 und 2400 mm. Der Anbaukupplungstyp kann hier auch geändert werden und zwar Radlader, Teleskoplader und Frontlader. Die Hauptfarbe ist überall dasselbe, die Standardpalette. Dann gibt es einen Rundballengriff, der kostet 1900 Euro und auch der kann angebaut werden an die drei verschiedenen Geräte. Dann haben wir einen Ballenspieß und eine Ballengabel. Preislich liegen die zwischen 600 und 1500 Euro. Auch hier haben wir die drei Optionen und natürlich die Standard-Farbpalette. Dann gibt es die Stora EBM Palette Fork, das ist diese hier. Da kann man noch zusätzliche Supports hinzubauen oder ohne. Dann gibt es auch hier die drei Optionen. Dann gibt es die mechanische Palettengabel, die kann dann angebaut werden nur an Radlader und Frontlader. Die Hauptfarbe bleibt überall dieselbe. Dann gibt es den Refill Bucket, also das zum Auffüllen von Anhängern und so weiter. Der kann gewählt werden, auch zwischen Radlader, Teleskoplader und Frontlader und hat ein Ladevolumen von 800 Litern. Dann gibt es Leveling Buckets und zwar gibt es hier zwei verschiedene Größen, aber beide kosten 2500 Euro. Das ist für den Telehandler und das ist der andere für den Radlader, Frontlader und zurück. Dann gibt es Leichtgewicht Material Buckets und zwar einmal in der kleinen Version, kostet 2500 Euro und hat ein Fassungsvolumen von 1000 Liter. Auch hier gibt es die Möglichkeit zwischen Teleskoplader und Frontlader. Dann gibt es das gleiche aber in der großen Version mit 6000 Litern Fassungsvolumen und dem Gewicht von 502 Kilo. Ich nehme mal an, das ist dann für die Radlader. Genau, das ist die für die Radlader, das ist diese Version. Wir kommen zum Stuart PS 1823H. Dieser kommt vom ARM Team, Downloadgröße 4,64 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Das ist dieser Kipper-Anhänger. Der kommt mit einem standardmäßigen Ladevolumen von 23,3 Kubikmetern, wiegt 7,3 Tonnen, maximales Zuladergewicht ist bei 24,7 Tonnen und kostet 24.200 Euro. Der Kornaufbau kann geändert werden, und zwar auf den 2 oder auf den Silageaufbau. Der macht dann ein Ladevolumen von 37,8 Kubikmetern. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann kann man hier vorne noch ein paar Kotflügel anbauen, ja oder nein. Dann gibt es Lackierung, die schottische Flagge oder die UK-Flagge. Und die Hauptfarbe kann geändert werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Der Preis zum Mieten von diesem leeren und so ungeänderten Anhänger liegt bei 1234 Euro. Wir kommen zum alten Metre-Anhängerpack. Dieses kommt von Nikodu 55, Downloadgröße 44,24 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kriegen wir hier drei Kipper-Anhänger. Zum einen den 180er BMM mit einem Zuladevolumen von 18,5 Kubikmeter, einem maximalen Zuladegewicht von 13,6 Tonnen, wiegt 4,4 Tonnen und kostet 24.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, BKT, Friedestein, Michelin und Trelleborg. Dann gibt es das Beacon Light, das kann angebaut werden oder das ist angebaut hinten und da gibt es glaube ich 8 oder 9 verschiedene Versionen. Dann kann die Kapazität erhöht werden und zwar auf 25,9 Kubikmeter oder sogar auf 28,3 Kubikmeter. Dann gibt es noch eine Option für 30,8 Kubikmeter. Das sind dann diese Versionen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Orange.
Gelb und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Weiß. Der Mietpreis in der Standardausführung hier liegt bei 1224 Euro. Dann haben wir den nächstgrößeren, das ist der Athena 2418. Der hat ein maximales Zuladegewicht von 18,2 Tonnen, ein Ladevolumen von 24,7 Kubikmeter und hat das Gewicht von 5,8 Tonnen. Der Preis 38.000 Euro. Die Reifenvarianten haben wir schon alle gesehen, alles andere auch. Die Kapazität kann hier erhöht werden, dann auf 29,5 Kubikmeter oder auf 34,6 Kubikmeter. Die letzte Version dann hier ist dann die 37 Kubikmeter Version und dann geht's zurück zum Anfang. Die Farboption hier ist bei Rot, Gelb und Schwarz und die Designfarbe zwischen Weiß und Rot. Und dann haben wir noch den Maitre Athena 27.22. Der hat ein Ladevolumen von 29,1 Kubikmeter, wiegt 6,1 Tonne, hat ein maximales Zuladegewicht von 25,9 Tonnen und kostet 45.000 Euro. Auch hier haben wir alles schon gesehen, außer der Kapazität. Die kann erhöht werden auf 35,3 Kubikmeter, 44,5 Kubikmeter. Auch hier haben wir dieselben Farbtönungsmöglichkeiten, wie wir schon bereits gesehen haben. Der Mietpreis des mittleren Anhängers liegt bei 1938 Euro und des großen Anhängers liegt bei 2295 Euro. Und damit kommen wir auch schon zu der letzten neuen Mod. Und zwar heißt dieser Bauernhaus 10x8. Diese kommt von Pisel, Downloadgröße 21,31 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Farmhäuser. Ist dieses Farmhaus hier. Kostenpunkt fürs Platzieren liegt bei 53.000 Euro. Unterhalt pro Tag liegt bei 17 Euro. Und hier können die Farben geändert werden. Und zwar betrifft hier das Garagentor. Dieses Farmhaus kann betreten werden. Wir können hier eintreten. Guten Tag, das ist hier also der Zugang. Das ist also unser Wohnbereich mit der Küche. Da muss mal ein Abwasch gemacht werden. Dann haben wir hier den Zugang zu der Garage, natürlich diese hier. Überall gibt es Lichtschalter, die man dann natürlich betätigen kann. Dasselbe gilt auch hier. Das ist dann für den ganzen unteren Bereich im Wohnbereich. Dann gibt es natürlich hier noch die Treppe, wo wir oben dann hier die Klimaanlage haben. Und auch hier haben wir wieder den Lichtbereich. Hier haben wir ein Gästezimmer respektive das Büro. Auch hier gibt es den Lichtschalter. Schön dekoriert. Games im Background. Und dann haben wir hier natürlich noch unser Schlafbereich, wo auch natürlich schön gekennzeichnet ist, dass hier der Umziehtrigger ist und hier ist der Schlaftrigger. Auch hier gibt es natürlich wieder die Lichtoption. Ein sehr, sehr schönes Bauernhaus. Das war es dann auch schon wieder von den Mods für heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab. Willst du keine weiteren Videos auf diesem Kanal verpassen? Möchtest du den Kanal unterstützen, dann hol dir doch deine Mitgliedschaft ab und hol dir damit auch natürlich den Zugang für exklusive Perks. Hast du dich schon entschieden, ob du die Platinum Extension kaufen wirst? Falls noch nicht, dann überlege es dir und natürlich darfst du gerne oben rechts auf das i klicken, um natürlich den Inhalt für die Platinum Extension über unseren Affiliate-Link zu kaufen. Das hilft natürlich dem Kanal ungemein, ohne dass dir dabei Zusatzkosten entstehen. In diesem Sinne möchte ich euch einen ganz schönen Abend wünschen. Wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video und ich hoffe, ihr verbringt einen wunderschönen Abend. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei allen und einen schönen Abend. Danke, tschüss und hasta luego.